Ja, willkommen bei Jaskiat. Mein Name ist Jacek und heute ist wieder Montagskohle. Wir zeichnen und ja, malen mit Kohle, kohleähnlichen Stiften, Kreidestiften. Und dieses Mal sind es ganz geniale Fotos aus den 20er Jahren aus Australien. Und zwar handelt es sich um Polizeiaufnahmen, um Verbrecherfotos von kleinen Gaunern, von Kleinkriminellen. Diese Fotos stehen frei zur Verfügung, also Copyright ist da schon längstens abgelaufen. Verlinke euch dann den Link unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann nachschauen und euch vielleicht selber inspirieren lassen. Ja, ich habe das Fenster offen, die Vögel zwitschern, ich hoffe, das stört nicht, ich finde es herrlich. Ich werde heute mit normal Zeichnungskohle anfangen, da werde ich ganz leicht vorzeichnen, die ganzen Silhouetten. Ich mache sicher das Porträt und die ganze Figur auf einem Blatt. Das sieht dann auch in der Kombination sowieso toll aus. Abstehende Ohren, ich mag also so Charaktermerkmale, da kann man sich erstens sehr gut dran orientieren beim Zeichnen, große Nase, und zweitens sieht dann nicht praktisch immer gut aus, aber man kann auch abfälschen und das sieht gut aus. Also die Figur ist dann immer noch so glaubwürdig. Ich setze am liebsten zuerst die Kontraste, statt Details anzufangen. Und dann kann man sich an den Kontrasten ein bisschen da orientieren und dort dann langsam in die Details hineingehen. Die Kontraste nicht detailliert auszeichnen, sondern ungefähr, ja, beim Ohr ist es irgendwie dunkel, da setze ich einfach eine Fläche. Ja, Mund ist mir wichtig, dass die Lippen stimmen, dass der, nicht der verbissen, aber ja, die schmalen Lippen da gut zum Ausdruck kommen. Lippen, Nase, Augen sind ja so wirklich wichtig. Der Rest kann irgendwie wischiwaschi sein, aber die Zeichnung steht dann trotzdem. Und die Haare sind auch sehr klasse frisiert, extrem aufwendig. Da kann man auch dann wirklich die Details zeigen, weil man vergisst oft die Haare oder zeichnet sie am Schluss ein, so wie, oh, ich muss noch Haare zeichnen. Aber die sagen so viel aus, so wie, genauso wie viel wie das Gesicht, sage ich dann mal. Also sie sagen sehr viel aus über den Charakter, wie er, was für einen Status er hat, auch in welcher Zeit er spielt, jetzt hier bei dem sowieso, wie alt er sein könnte oder wie sind die Haare beschaffen, sind sie dicht, sind sie voll, dunkel, hell, weiß. Das hat alles mit dem Charakter zu tun, also die Haare dann auch nicht irgendwie zweitrangig behandeln, sondern wirklich genauso wichtig wie, ja, wie der Ausdruck im Gesicht. Ein wichtiger Teil der Persönlichkeit. Und er hat relativ keinen kleinen Oberkörper, aber der wirkt klein, der Oberkörper, durch die breiten Hosen, relativ schmale Schultern und weite Hosen, also weit breit sind sie, sie sind breit und sie sind weit oben. Ich werde ungefähr zuerst mal seine Hosen betonen, weil die will ich ein bisschen verstärken im Ausdruck. Ich will sie ein bisschen breiter machen, als sie sind. Wie gesagt, ich will ja die Figur ein bisschen spielerischer umsetzen, freier. Da darf sie ruhig ein bisschen nicht cartoonartiger sein, aber künstlerischer sein. Und ganz viele Falten dann im Oberkörper mit dem Dreiteiler. Ist ja cool an der Kohle, wenn ihr da einen kleinen Fehler macht oder irgendwie den Form nicht findet, dann schnell mal wegwischen mit der Hand. Mal schauen, ob ich das Gesicht ein bisschen dunkler zeichne oder diese Figur ein bisschen. Ich denke, ich werde die Figur dunkler zeichnen. Dafür lasse ich den Hintergrund eher hell. Und bei Gesicht zeichne ich das Gesicht heller und lasse den Hintergrund, ja, ich gebe noch eine Farbe rein, dieses Sienna vielleicht gebe ich noch rein. Wahrscheinlich werde ich mit Sienna den Typ da betonen und mit diesem Braunton werde ich dann den Hintergrund ein bisschen andeuten. Mal schauen, ob das Sinn macht, je nachdem wie mir die Figur gelingt, ist noch schwierig. So, ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, den Hintergrund bei der Figur zu betonen. Dafür lasse ich dann das Porträt ein bisschen für sich selber wirken, ohne Hintergrund. Einfach mal zum Testen, wie das ist, ob sich das Ganze beißt, ob das zusammenfällt, weil die Vorlage ist schon sehr grau in grau, also wir haben da sehr wenig Kontraste. Die Kontraste werden ja gern oft zu wenig betont, als lieber zu viel als zu wenig. Das wirkt dann oft, wenn man zu wenig macht, wirkt das dann oft zu flau, ein bisschen zu, ja nicht monoton, aber ein bisschen zu unmutig, ja, so ein bisschen lau. Und darum eher stärker, eher mehr ins Schwarz oder mehr ins Dunkle gehen, kontrastreicher, wirklich da den Mut haben, klare Grenzen zu setzen und auch die Figuren oder auch die Objekte im Bild dementsprechend herausstechen zu lassen oder Sachen in den Hintergrund zu drücken, ins Dunkle. Rein hängt natürlich auch immer vom Motiv ab, was man zeichnet
und wie man es umsetzt, also in einer pastelligen Ölfarbenumgebung würde das natürlich auch anders wirken. Hier denke ich mal, macht das absolut Sinn. Ist eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme, auch der Gangster, da darf man ein bisschen mit Dunkel arbeiten. Es kann auch ein bisschen so in die Film-Noir-Ästhetik reingehen, wo wirklich dann alles fast nur schwarz-weiß war. Hartes Licht, starke Schatten und so weiter. Ich denke mal, ich werde die Figur nur in den ganz, ganz wenigen Stellen betonen, da wo die Falten sich da reindrücken, wo es effektiv schwarz wird. Also sehr strichig das Ganze. Und den Hintergrund, mal schauen, ob ich den noch mit Pinsel ein bisschen bearbeite oder noch mehr Struktur reingebe, wirklich noch Schwärze reingebe, wahrscheinlich mit der Kohle, mit der Zeichnungskohle. Und beim Gesicht, das Gesicht werde ich sicher mit dem roten Stift, mit der roten Kreide hier noch ein bisschen bearbeiten. Okay, und beim Gesicht ist immer so, bei den Lippen habe ich jetzt ein bisschen zu viel gemacht, zu viel des Guten. Macht da weniger als nötig, effektiv. Man überschätzt dann, wie wenig bei den Lippen zu machen ist. Da macht man gern viel zu viel. Man betont ganz viele Sachen an den Lippen selber. Das Wichtige ist aber, dass man rund um die Lippen herum die Schatten betont. Die Muskulatur, die Unterlippe hier, die Schatten hier sind ganz wichtig. Die Lippen an sich jetzt hier bei dem Typ ist mehr oder weniger ein Strich. Wichtig ist dann, wie sich die Lippen oben dazu spitzen. Sind es eher so schmale Lippen oben oder gehen sie so in einen Spitz über, wie jetzt bei ihm, und dann laufen sie ein bisschen schmal raus. Das sind so kleine feine Details, aber mehr ist da nicht. Und dann haben wir hier die Schatten unter der Nase und auch hier, wie sie fallen, das ist dann eher wichtig. Auch hier nicht allzu viel bei der Nase rumwursteln. Bei ihm geht es jetzt ein bisschen, es ist eine markante Nase, und auch von der Zeichnung her habe ich viel Chaos da drin. Da macht es nicht so viel Unterschied, ob ich jetzt da einen Strich zu viel drin habe, aber auch da probiert nicht zu viel herum. Ein kleiner Schatten an der richtigen Stelle genügt meistens schon. Und wie gesagt, beim Mund eher die Unterlippe, also den Schattenbereich hier bei der Unterlippe, unter der Unterlippe betonen, das Kinn und vielleicht noch hier an den Mundwinkeln, wenn es dann Falten hat oder Schatten hat, diese dann noch akzentuieren, und dann ist eigentlich der Mundbereich wie schon fertig. Da muss man nicht mehr tun. Bei einer anderen Person, wenn sie dann vielleicht volle Lippen hat, Lippenstift, geschminkt ist, ist das etwas anderes, wenn man dann effektiv die Lippen dann ins Zentrum stellt. Aber auch hier, das Gesicht neigt sich ein bisschen nach unten und somit wirken auch die Lippen, die schmalen Lippen, noch schmäler. Da ist auch die Perspektive wichtig. Und die Kopfhaltung wichtig, wie viel man dann von den Lippen sieht. Meistens sieht man dann ja meistens mehr von der Unterlippe, wenn das Gesicht nach unten geneigt ist, jetzt bei der einfachen Darstellung. Ansonsten ist es natürlich auch eine Challenge, wenn man dann ein Portrait macht und die Person beißt sich dann auf die Lippen oder macht ein Duckface oder einen Kuss. Dann hat man dann automatisch dann mehr wie Szenerie, wie mehr Dramaturgie um die Lippen herum und viel mehr Geschichte um die Lippen herum. Dementsprechend kann man da auch mehr zeigen und mehr zeichnen. Aber so, ich sag mal, im Normalmodus braucht es effektiv nicht viel. Ein Strich, die Unterlippe, die Schatten dort unten betonen, das war's. Je nachdem, woher die Sonne kommt und das Licht kommt, von links nach rechts, ist vielleicht hier ein bisschen mehr Schatten oder auf der rechten Seite mehr Schatten. Und das war's. Also wirklich beim Gesicht, es ist zwar sehr markant, sehr wichtig, das Gesicht. Man schaut immer auf das Gesicht bei einer Zeichnung mit einer Person. Aber zeichnerisch macht es am wenigsten Arbeit. Also das ist wirklich das Ganze drumherum, die Haare vor allem nicht vergessen, die Ohren, wenn man sie dann sieht, den Schmuck, die Kleidung, die Umgebung. Das ist dann wie 80% des Bildes und effektiv nicht das Gesicht. Aber auch hier sind wichtig eben der Blick, stimmt er, die Mundwinkel, der Ausdruck ist wichtig. Aber effektiv ist das Gesicht wie jetzt bei einer Ganzkörperansicht die kleinste Einheit zu betonen. Das Gesicht spricht immer Bände, und auch wenn es einfach umgesetzt ist, zieht es sofort die Blicke auf sich. Egal, ob da jetzt genau die Kleidung gezeichnet wurde, ob die Haare dann genauer gezeichnet wurden. Wichtig ist, dass man sie dann andeutet, die Haare, die Kleidung dementsprechend auch. Aber das, so wie sie die Figur jetzt dasteht, würde es schon mal genügen. Ich werde sie aber trotzdem noch ein bisschen so akzentuieren hier in der Kleidung, also in der Jacke. Das Hemd ist ja relativ weiß. Ich will das auch weiß lassen, damit das ein bisschen so heraussticht. Wenn man Spuren macht auf dem Papier mit der eigenen Handschrift, mit der eigenen Strichführung, finde ich es immer mega schade, wenn man sie dann wie wegwischt.
die Spuren dann wegradiert, damit es einen schönen Übergang hat. Und der Übergang ist dann bei allen, die so einen Übergang machen, immer gleich schön und man verliert dann die, wie die eigene Handschrift. Und das ist dann, finde ich, das total schade. Das Kreidige gefällt mir. Mir gefällt auch diese rohe Struktur, dieses Unfertige, dieses Ungenaue, leicht Chaotische an der Kohle, an der Zeichnung. Ich möchte das gar nicht irgendwie noch in Anführungszeichen schöner zeichnen. Es darf ruhig so ein bisschen expressionistisch und ja, roh daherkommen. Das ist auch die Handschrift, die dann im Bild bleibt und anhand derer man auch die Bilder dem Künstler, der Künstlerin da zuordnen kann. Darum, wenn ihr eine Handschrift habt oder eine Struktur in eurer Entwicklung, passt da auf, dass ihr das nicht nivelliert und wegwischt, sondern dass das wie ein Eigenleben, eine eigene Entwicklung bekommen kann, ein bisschen atmen kann und sich da wirklich entwickeln kann, weil Striche in der Zeichnung sind so etwas wie Pinselspuren im gemalten Bild. Wenn man da Pinselstriche sieht, Pinselspuren, dann ist da, ich finde da viel mehr wie so Zugang zum Bild. Auf jeden Fall, es ist so etwas wie eine eigene Handschrift, die da sichtbar wird. Es ist einfach schade, wenn man die eigene Handschrift, die ja sehr individuell ist, immer einfach wegwischt und Anführungszeichen schöner machen will. Wenn ihr findet, ja, das ist ein bisschen kraxelig geworden, vielleicht ist genau dieses Kraxelige das Tolle am Bild oder genau das, was euch ausmacht, was eure Kunst ausmacht. Seid da vielleicht nicht zu streng mit euch. Ich schließe jetzt hier die Zeichnung ab und ich hoffe, es hat euch gefallen und euch vielleicht ein bisschen weitergebracht. Meine Gedanken dazu. Ja, und das war die Montagskohle wieder mit den Gangstern aus Australien, 1920er Jahre. Wenn es dir gefallen hat, wieder mal, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn du noch kein Abo hast, lass gerne auch eins da, kostenlos natürlich. Ansonsten, wenn du eine Frage hast oder Sachen wissen möchtest zu den Materialien, zu den Vorlagen, lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich lese sie alle, ich beantworte sie auch alle und ich freue mich immer, wenn ihr etwas schreibt. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut! Auf bald!